Breaking News, das erste Farbbild des James-Webb-Weltraumteleskops wurde gerade veröffentlicht. Was genau wir sehen können und was noch kommt, das erkläre ich euch jetzt. Ich bin Niklas und das sind die Mindblown University News, Baby Edition. Wir sehen hier das erste Deep-Field-Image von James Webb, was einfach nur mindblowing ist. Stell dir vor, du hältst ein Sandkorn vor den Nachthimmel. So klein war die Fläche, auf die das Teleskop seinen Infrarotsensor gerichtet hat. Das Ergebnis? Wir sehen hier den Galaxienhaufen SMACS 0723 in etwa 4,6 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Und der Gravitationslinseneffekt legt uns unzählige weitere Galaxien dahinter frei, die noch nie ein Mensch zu Gesicht bekommen hat. Und diese großen Lichter mit Streifen, das sind Sterne. Der große Unterschied zum Hubble Deep Field ist unter anderem die Belichtungszeit. Hubble musste für dieses Bild von 2004 mehrere Wochen belichten, James Webb für dieses hier nur 12,5 Stunden. Als nächstes machen sich nun die Forschenden der NASA dran, die Geheimnisse dieser neuen Galaxien zu lüften, wie weit weg oder wie groß sie sind. Und heute Nachmittag werden dann 4 weitere Bilder des James Webb Teleskops noch veröffentlicht, über die ich natürlich auch reden werde, also folgt mir am besten jetzt.